Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Es ist Montag, der 15. Juni 2015 und es ist immer noch Steam Summer Sale und das sind meine Empfehlungen von heute. Los geht's mit Insurgency, einer ehemaligen Mod für die Source Engine, seit Januar 2014 als Standalone-Spiel draußen. Mittlerweile sind schon zwei kostenlose Erweiterungen für das Spiel erschienen. Und unter all den Multiplayer-Shootern da draußen ist das so ein bisschen der Kompromiss zwischen der schweren Simulation, die Arma zum Beispiel darstellt, und Spielen wie der Battlefield-Reihe. Ein teambasierter Taktik-Shooter, der mittlerweile auch Koop gespielt werden kann. Es gibt einen Haufen Spielmodi, einen ganzen Haufen Karten. Und mit 75% Rabatt kostet das Ding jetzt nur noch 3,74 €, also los, zuschlagen. Weiter geht's heute mit The Banner Saga. Das ist so eine Mischung aus Rollenspiel und rundentaktischen Kämpfen. Es zeichnet sich vor allen Dingen durch drei Sachen aus. Natürlich den einzigartigen Grafikstil, aber auch einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Und wie ich finde, dieses Szenario der Wikinger-Fantasy oder dieser nordischen Fantasy-Welt, die wir da haben, ist einfach noch nicht so ausgetreten wie andere Sachen, die wir kennen. Das ist ein schönes, tiefes Spiel mit einer interessanten Geschichte und hat 75% Rabatt und kostet 4,99 € im Moment. Jeder, der sich für sowas interessiert, sollte da auf jeden Fall zuschlagen. The Vanishing of Ethan Carter, ich hab's gespielt, eine Serie draus gemacht, der eine oder andere wird's vielleicht gesehen haben, ist ja schon ein paar Tage her, gerade für 66% und damit 6,45 € zu haben. Das ist ein Spaziergangssimulator zugegebenermaßen, aber der schönste, den ich je gesehen habe. Hat eine recht interessante, ein bisschen abgedrehte Geschichte. Die Rätsel sind am Anfang ganz nett, wiederholen sich nach hinten raus ein bisschen. Wer aber solche sehr storylastigen und vor allen Dingen atmosphärischen Spiele mag, kann hier bei unter 7 € relativ bedenkenlos zugreifen. Zu dem letzten Spiel auf meiner Liste heute muss ich wahrscheinlich nicht sonderlich viel sagen. Left 4 Dead ist zumindest auf Steam mit großem Abstand der beliebteste Koop-Shooter und das hat auch seinen Grund. Ihr bekommt gerade das Left 4 Dead Bundle mit, also dem ersten und dem zweiten Teil, mit 80% Rabatt für 5,99 € im Grunde hinterhergeworfen. Und wer es noch nicht hat, der sollte jetzt hier dringend zuschlagen. Das macht immer noch jede Menge Laune und auch wenn die Zombie-Geschichte vielleicht ein kleines bisschen ausgelutscht ist, sich mit seinen Freunden durch die Massen von Untoten zu schnetzeln, ist einfach zeitlos. In den Blitzangeboten sowohl von gestern als auch von heute war irgendwie gar nichts dabei, was ich jetzt besonders begehrenswert gefunden hätte. Dementsprechend waren das meine Empfehlungen für Montag, den 15.06.2015. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.